In einer Küche sollen ein Mikrowellengerät mit 800 Watt und eine Kochplatte mit 2 Kilowatt gleichzeitig an einer Steckdose mit 230 Volt Spannung betrieben werden. Frage: Reicht eine 16 Ampere Sicherung? Zuerst die Angaben. Die erste Leistung, die wir P1 nennen, beträgt 800 Watt. Die zweite Leistung P2 beträgt 2 Kilowatt, also 2000 Watt. Die Spannung U beträgt 230 Volt. Wir suchen die Stromstärke I, die wir in Ampere ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel Leistung gleich Spannung mal Stromstärke, P gleich U mal I. Aus dieser Formel schließen wir, dass I gleich P durch U ist. Die Leistung P ist die Summe dieser zwei Leistungen P1 und P2. Jetzt ersetzen wir P1 durch 800, P2 durch 2000 und U durch 230. Somit finden wir eine Stromstärke von ungefähr 12,17 Ampere. Und da 12,17 Ampere streng kleiner ist als die angegebene 16 Ampere, reicht diese 16 Ampere Sicherung. Also, no problem.